Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 True Farming Projekt. Und ja, zwei Folgen mit viel auf und ab. Es ist immer schwer, ihr fragt euch bestimmt, warum wir jetzt in der zweiten Folge wieder so. Es ist immer schwer, nach der Aufnahme das alles zu halten. Wisst ihr, weil es ja nur gespielt ist und so. Ich hoffe, ihr seht das auch so, dass es nicht irgendwie ernst ist. Wir haben keinen Streit untereinander. Gar nix. Und ja, nur damit ihr da Bescheid wisst, ich muss jetzt den Miguel noch anrufen. Dann das schauen wir mal. Ärger. Ich habe ja keine 5 Minuten Ruhe, ja? Moin! Ja. Aber ich sitze hier gerade hier in meinem wunderbar gewarteten, super frisch neu lackierten Deutz. Dafür erstmal vielen, vielen Dank. Ja. Mega geiles Gerät und jetzt gucke ich so auf die Tankanzeige. Ihr habt ja nicht mal Tank reingefüllt, was ist denn da los? Nee, wir haben ja 3000 Liter geliefert zu dir. Ja, aber hätte ja sein können, dass ihr sagt, hier machen wir nochmal voll, weil er hier war. Können wir machen. Also das hätte ich natürlich auch bezahlt. Mal. Sollte jetzt nicht umsonst ja, sein. Ja, 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 nee, ich verstehe schon. Eieiei. Nee. Und deswegen rufst du jetzt an? Deswegen rufe ich an, damit ihr vielleicht euren Service ein bisschen verbessert. Ja. Mann, Spaß, Miguel! Nee, ist ja alles gut. Mann, hey, Service verbessern. Also gut, dass es aufschreibt. Hab ich mir aufgeschrieben. Gut, das hinten ist... Hinten auf der letzten Seite. Ja, immerhin ja. Aufgeschrieben, da kann man nicht sagen. Immerhin aufgeschrieben. Ja. Hast du das Posi-Album meiner Tochter geschrieben? So, gut. Was? Ich bring dir gleich den nächsten Traktor hoch zum Warten, das ist ein Steyr. Mhm. Ich muss jetzt mal blöd was fragen. Ja, hau raus. Der Adler bei euch macht wohl nichts mehr? Der muss arbeiten, lass dir mal meine Felder schön arbeiten. Der muss da auch gemacht werden, ne? Okay. Was? Weil das wundert uns ein bisschen. Warum? Na, dass die. Also, wir freuen uns ja, aber dass halt da so viel jetzt. Ja? Ja, der Harry ist nett zu mir, du bist nett zu mir, dann komme ich auch zu euch. Hab nie ein Problem mit den Lanternen gehabt, also alles läuft. Ja. Deswegen? Okay. Ja, na gut. Nee. Wissen wir Bescheid. Ja, alles klar, ne? Bis gleich noch. Bis später, tschüss. Später, tschüss. Schüttelschlüch unter Druck zusammen. Stefan! Rizzo! Was gibt's? Du bist am Grubern, oder? Am Flügen gerade, ja. Am Flügen oder am Grubern? Am Tiefenlocker. Okay, haben wir bei dir am Hof noch einen Gruber? Ja. Ja, dann hole ich den dann kurz. Ja. Ist das Feld schon fertig, Fritzen? Jetzt gleich. Wer's glaubt, wird selig. Ja, Leute, ich muss hier so viel nebeneinander durcheinander noch klären hier. Eure ganzen Schandtaten. Meine Schandtaten. Bei dir war es wirklich eine Schandtat, dass da. Ich hab echt gedacht, ich höre nicht richtig. Du hast den Wagen mit Kehrreste vollgepumpt von dem Polizisten? Ja, was ist jetzt hier negativ? ja, im Grunde nichts, aber ich muss halt ja wenigstens so spielen, als wenn es mir leid tun würde. Schon wieder angefangen? Nee, ne? Doch. Ja, ich lüg's doch. Ja, auch sowas kann mal vorkommen, meine lieben Freunde, alles gut. jetzt hat er mich aus dem Konzept gebracht, ein bisschen. ja, da hast du da echt die Gülle da reingepumpt, oder was? Das war absichtlich völlig unabsichtlich. Ja, das ist blöd gelaufen, er kam aufs Feld und ich war dort dran, schön an meine Gülle verteilen und er ist hinten rangefahren und ich habe ihn nicht gesehen, also wirklich fast gar nicht gesehen, also optisch schon total wahrgenommen. Und dann ging es halt los und ja, sozusagen ein Volltreffen. Ja, das war es wohl wirklich. Die haben aber glaub ich, nur 2500 gekostet. Ach, du hast schon bezahlt? Ja. Na gut. Da kommt das war so, völlig im Rahmen. Also, für die Aktion ja. Ich dachte, da kommt noch mehr auf uns zu. Weil nein. Dann ist ja okay. Weißt du was? Der Bürgermeister hat es auch getroffen. Sozusagen zwei Fliegen mit einer Klatsche. Das ist, Ich war nicht stolz auf dich gerade.
Ach ja. Becher! Wo laden wir denn bei dir die Gülle? Wie? Wo tun wir denn bei dir die Gülle laden? Ach! Ich hab nichts bei mir an Gülle. Hör mal, Stecher! Was? Ja? Ich hab oben ein paar Hackschnitzel gekauft für 98.000. Die hab ich oben direkt in die Pelletsfabrik liefern lassen, ne? Okay. Ist eine ganze Menge jetzt schon drin, da kannst du, Glaube ich dann mal vorbei. Ja. Nach der Ernte, nach dem Aussehen. Ja, da müssen da oben auch schon ein paar Pellets sein. Sag mal, werden die da auf Paletten rausgebracht oder lose oder wie läuft das? Ich war noch nie oben, außer einmal bei dem Brand da, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich nehme dich das nächste Mal mit. Ja, genau, dann kannst du mir das mal alles zeigen, ja, das ist eine gute genau. Idee. Ja. Ich geh kaputt jetzt. Deshalb müssen wir jetzt zu Begane fahren, füllen oder was? Das. Was ist jetzt hier? War das Ding da weg oder nicht? Ey? Okay, er steckt. Ole. Ja. Ruf kurz den Ringele an, der hat das letzte Mal. Moin. Zur Verfügung gestellt. Ach, ich fahr bei uns landen, muss ich weg. Wir wollten euch recht herzlich einladen. Am Nachmittag werden wir von der Feuerwehr aus ein kleines Dorffest veranstalten mit einem Spiel ohne Grenzen, wo ihr alle recht herzlich zu eingeladen seid. Es werden immer zwei Leute ein Team bilden, die mitmachen möchten. Ja. Dann werden wir ein bisschen, ja, Spiel und Spaß steht im Vordergrund. Und ja. Eventuell gibt es auch noch eine Kleinigkeit zu gewinnen. Hört sich gut an. Ja, denke ich, ne? Fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Und das hört sich noch besser an. Dass wir mal so einen gechillten Nachmittag mit ein bisschen Spaß zusammen haben werden. Ja, sehr gerne, bin ich dabei. Genau. Wie gesagt, wo es direkt der Start ist, werden wir euch noch mitteilen. Da sind wir noch wegen den Aufbaumaßnahmen beschäftigt, aber ja. Da kriegt ihr noch eine kleine Info. Bloß wie gesagt, so. Sag mal, gegen Nachmittag werden wir uns dann melden und dann geht's los. Können wir unsere Teams selber zusammenstellen oder werden die zusammengewürfelt? Nee, das könnt ihr selber machen. Okay. Also da ihr ja eine große Genossenschaft seid, könnt ihr, ich sag mal, aus der Genossenschaft raus Teams zusammenstellen, immer zwei Leute zusammen. Ja. Und so werden die anderen Höfe das ja genauso machen. Okay. Ne? Ja. Ja. Dann werde ich das so mal meinen Jungs weitergeben. Alles klar. Und dann hoffen wir, dass wir euch zahlreich empfangen können. Ja. Okay. Wir sind auf jeden Fall da. Plant uns ein. Jo, alles prima. Alles klar. Jo, ciao. Tschüss. Schönen Tag noch. Euch auch, danke. Männers? Jo. Die Feuerwehr macht ein Fest am Freitag. Mit Spiele und so. Wir brauchen wir Teams und alles. Da kann man wohl auch was gewinnen. Egal. Okay. wollen wir da mitmachen? Wer ist am Freitag von euch da? Ich müsste da sein, ja. Ich müsste auch da sein. Und du, Adler? Kann ich noch nicht definitiv sagen. Okay. Dann würde ich vorschlagen, dass ich mit Liv ein Team mache. Und wenn der Adler nicht kann, dann ist er halt nicht da. Und Olo und Rai und Stecher machen ein Team. Jo. Ich hatte jetzt eher ans Essen und Trinken gedacht. Ja, ist ja auch dabei. Ja, umso mehr von uns teilnehmen, umso öfter, umso mehr haben wir die Chance, was zu gewinnen. Ach so. Was gibt's zu gewinnen? Das haben sie nicht gesagt. Ja, dann bin ich nicht da. Also wenn's was zu essen gibt als Hauptgewinn, dann bin ich dabei und also, sonst. Also fürs leibliche Wohl wird gesorgt, wurde gesagt. Ja, das ist schon mal ein Gewinn. Also Fritzl, wenn fürs leibliche Wohl gesorgt ist, darf ich auch annehmen, dass lüsterne Gespielinnen vor Ort sein werden. Dann kann ich nicht im Team mitmachen, habe ich keine Zeit. Hallo, während des Spiels wird mein müdes Auge wandern. Auf was habe ich mich hier eingelassen? Das frage ich mir täglich auch. Ah, das wird schon.
reinere Tube wenigstens, wenn du mich überholst. Ja, deine Hupe ist so laut, meine hast du gar nicht gehört. Ich weiß nicht, was ich hier sagen soll. Leute, soll ich euch was sagen? Ich hab das Feld fertig. Kurzen Applaus. Ja. Gott sei Dank sind nur 3 Tage vergangen. Es tut mir leid. Wisst ihr, was hier heute wieder los war? Wenn du das so schaffst mit dem Feld ansehen, bin ich zuversichtlich, dass wir nur ein Feld ansehen. Ach, halt die Klappe. Ich gebe mein Bestes hier. Eigentlich muss ich gar nicht arbeiten. Muss eigentlich nur im Büro sitzen. Aber wenn du gar nicht arbeiten würdest und nur im Büro sitzen würdest, würde sich dann etwas ändern zum jetzigen Zustand? Ach, ihr könnt nicht mal. Ich rede nicht mehr mit euch. Ole, da ist deine kleine Welt verrückt. Was? Da ist eine kleine Welt verrückt. Eine kleine Welt, ja. Öfter. Hast du das schon gehört von Fritzels Mutter? Nee, noch nicht, warte. Lass meine Mutter aus dem Spiel. Da ist eine Maus geplagt gefahren. Was ist denn mit der Mutter? Tochter, du redest nicht mehr mit uns. Erwischt. Ach, ja, aber jetzt rede ich nicht mehr mit euch. Ihr könnt mich mal. Dann erzähl mal, Arthur, was ist denn mit der Mutter? Die wurde scheinbar überall durchgereicht, für den ganzen Dorf. Alter, echt? So eine Matratze. Dorfmatratze, oder? Ich mach euch gleich zu einer Matratze hier, Alter. Ich wusste, da kannst du durchziehen. Das Thema muss nur stimmen, ne? Hallo? Ringele. Moin. Hier, Fritzl. Ja. Wo hast du dein Getreide gelagert? Ich glaube, ich verkaufe nicht mehr. Wieso? Ich muss, was? Weil hier in deinem Lager sind nur 48.000 Weizen und 17.000 Gerste. Auf deinem Hof, weißt du? Das kann ich. Ja, ich stehe ja gerade runter. Ach so, das könnte natürlich sein, dass das in den ganzen Silos aufgeteilt ist. Das könnte natürlich sein. Ah, wer hat denn dann so viel Getreide rumliegen? Dann würde ich jetzt auf ganz spontan auf den Stecher tippen. Okay. Ich funk mal durch. Einen Moment. Aber wieso willst du nicht mehr verkaufen? Weil dann hat sich's vielleicht so. Quatsch! Ich verkaufe, alles gut. So. Ja gut, dann muss ich mal. Oder soll ich einfach beim Stecher mal vorbeifahren? Fahr mal da vorbei. Ich sag, dass du kommst. Soll ich die 48.000 Weizen trotzdem mal mitnehmen? Ja, dann kannst du mitnehmen. Okay. Cool, alles klar, da fahr ich da vorbei. Jo, alles klar. Jo, ciao. Tschüss. Stecher? Jo. Sag mal, hast du Weizen und Gerste im Lager? Ich denke schon, ja. Ich müsste kurz nachschauen. Der Ringele kommt gleich rüber zu dir. Hab ihn schon rüber zu dir. Ich habe ihn schon zu dir geschickt. Weil bei mir wird in der Lager-App wird mir alles doppelt angezeigt. Da wird mir gezeigt, dass wir 600.000 und so weiter haben. Ja, ich bin gerade noch bei dir unten in der Nähe, aber ich bin gleich oben dann. Ja. Weil der Ringele will Getreide kaufen. Oh, okay.
Großeinkauf. Großeinkauf, wenn das, wenn die Lagerbestände stimmen, die mir da angezeigt werden, dann ist Großeinkauf, ja. Okay. Ich frage mich wirklich, woher wir das. Hä? Ach du Scheiße, Leute. Wisst ihr, wen ich vergessen habe? Ich habe den Bär vergessen. Der kriegt noch Kompost von uns. Das ist nicht gut. Er hat schon vor längerem bei uns bestellt. Na gut, 41.000 habe ich den schon gebracht. Chef, wollt ihr den nicht selber abholen? Nee, wir sollten das bringen. Wir haben doch extra gesagt, den kriege ich günstiger, weil er den selber abholt. Nee, der wollte das bringen. Der wollte mir bringen? Nein, okay. Wir sollten das bringen. Ja, ich habe gedacht, der wird selber abholen, deshalb wird günstiger. Okay. Witzel? Ja? An was hat der Ringel Interesse? An Weizen und Gerste. Weizen habe ich 8.100. Gerste 7.000. Okay. Sag mal, bin ich denn jetzt so? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind 6 Zahlen. Ole Paletten. Musst du beim Dings gucken am Hof. Aber Fritz, ich sehe es auch gerade. Aber wo liegt das Zeug? Ich habe keine Ahnung. Wie viel liegt bei dir im Lager? Ja, das ist schon weg. Er hatte gesagt 48.000. Bei der BGA ist kein Lager? Nee. Komisch. Also das verstehe ich jetzt auch nicht. Ich rufe mal den Ringel an. Ringala, ringala. Oh Gott. Ringala, hallo? Ja, moin, Ringala. Moin. Du, hör mal, irgendwas stimmt mit unserer Lager-App nicht. Die zeigt uns falsche Anzahlen an. Okay. Der Stecher hat nur 8.000 im Lager. Okay. Aber Weizen, oder was? Ja, genau. Irgendwas, Ui. Keine Ahnung. Ja, dann nehme ich die halt mit. Dann sind wir bei 8. 48.000, 56.000 Liter habe ich dann so, circa. Ja. Hab's meine Rechnung? 56.000 Liter Weizen? Ja, mach ich. Alles klar. Ja, dann müsst ihr mal gucken, was mit euren Lagern nun los ist. Ja. Alles klar. Das weiß ich auch gerade nicht. Ja, da muss ich mal wirklich, ja. Alles klar. Wir hören uns, ne? Jo, ciao. Tschüss. Hallo. So. Wer ist da? Bleib mal ganz kurz, ich muss auf Leitung legen, ja? Moin, Fritzel hier. War jetzt schon wieder. Du wolltest doch den Preis wissen für die Premus.
Ja. Wir haben gesagt 1200 am Tag. Also ein kompletter Tag. Nicht nach Stunden, ein Tag. 1200 am Tag? Ja. Okay, danke für die Info. Jo. Jo, ciao. Tschüss. Also Stecher 36 ist nicht zum Düngen. Ist eine Wiese, kannst du, wenn du willst, aber nicht zwingend nötig. Sonst habe ich da dann eine Ladung Mist drauf, dass du nicht extra noch hochfahren musst. Und sonst ist 37 ist auch nicht. 37 ist noch nicht angesehen, aber gedüngt eigentlich auf der Stufe. Ja, beim Ansehen wird dann ja die zweite Stufe gegeben. Nee. Bei dir nicht? Nee. Aber ich hau da Mist drauf dann. Passt schon. Und wo ist die 1 und die 2? Oben links in der Map. Bei uns im Hof. Ich fahre jetzt direkt dahin. Die Fahrtwege möglichst kurz zu halten. Ja, da können wir ja vom Hof holen, die Gülle. Beim Kühen und beim Schwein. Oh. Geht nicht, die Pumpe ist kaputt. Bei beiden? Beim Kühen auch? Ja, beide, alle Pumpen kaputt. Ach du Scheiße. Dann ruf mal bei Miguels Werkstatt an, die sollen das reparieren kommen. Stopp! Jojo! Du mit Scheiße kennen die schon aus. Was mir gerade Gedanken macht, ist, wo sind die. Woher kommen die Literanzahlen? Haben wir irgendwo ein geheimes Lager, wo das alles reingebunkert wird, oder? Alles bei mir unter dem Kopfkissen. Da stehst du aber hoch, du. Ja. Beim LU-Hof ist doch noch irgendwas in Betrieb. Beim alten LU-Hof. Ja, wir haben doch nichts mit dem LU-Hof zu tun. Ja, hätte sein können, dass dann irgendwie was zusammen gemacht wurde. Keine Ahnung. Könnte sein, dass quasi als die Genossenschaft zusammengelegt wurde, kontomäßig. Dass das alles so gemischt wurde. Dass das zwar im Hauptlagerstand eingetragen wurde, aber nicht irgendwie auf die Silos. Das könnte sein. Dass sie das in der App eingetragen haben, aber es war nicht in den Silos. Ja. Das könnte sein, ja. Weil wir haben ja auch nie Weizen verkauft. Alles, was wir abgeerntet haben, haben wir eingelagert. Ja. Stecher, die Wiese kann ich nicht machen mit dem Schleppschlauch, das würde in einem Fiasko enden. Ja, dann lass sein. Also wegen dem Zaun. Ja, ich schmeiß da Mist drauf. Ja, auf die 1, auf die 2 geht auch nichts drauf. Muss ich dann überhaupt noch runterkommen? Ihr könnt dann, wenn ihr wollt, Feld 10 mal eben einmal düngen. Kohlefeld 2 ist schon 100% gedüngt. Ja, hab ich gerade gesehen. Ich mach jetzt bei dir die 1 noch und dann ist er doch 100%. Ja, ich muss hier kurz fertig ansehen noch. Gönn dir mal einen Kaffee. Ole kennt keine Pausen. Ja, dann mach doch eben bei mir die 10. Ja.
Ich nutze nur die eine Strecke jetzt mit. Wie viele Sämaschinen haben wir? Zwei. Eine steht sicher bei mir, das ist meine. Eine steht bei Fritzl. Genau. Und ich habe eine 4-metrige. Also ich habe hier gleich das zweite Feld fertig. Und dann gehe ich... Ich würde auf das nächste Feld gehen, aber das ist noch nicht gedüngt. Da kann Uno mal eben, wenn er das fertig ist, dann kann ich da das nächste Feld auch schon fertig machen. Ich gehe jetzt zu 10. Komm. Und dann können wir schon uns auf das Ansehen vorbereiten. Und die anderen Felder müssen immer noch da fertig gemacht werden, die 8 und so. Wisst ihr schon? Ja, bin ja dabei. Gut, perfekt. Guck mal, alles, was gedüngt werden kann. Ich meine, hier das andere Feld neben mir muss auch gedüngt werden. Ich will dieses Jahr guten Ertrag haben. Wir machen alles. Nein, 8, 9 ist alles schon gemacht. Achso. Ja. Aber die 10 noch nicht, ne? 10 und. 11. 11. Ja, dann mach die zweimal. Ja. 10 mache ich. Bin ich jetzt dran und. Alles andere ist eigentlich gemacht. Ja. Ja gut, den Ölrettich muss ich ja noch untergrubbern. Ja, das wird schon. Ja. Aber mit Ansehen müssen wir dann Vollgas geben, sonst geht das Zeug wieder weg. Ja, vor allem bei der Ernte dann so planen, dass wir das, was wir auch später noch wetterunabhängig ernten können, erst zum Schluss machen. Zuerst alles quasi, was unbedingt trocken sein muss. Sobald die Trockenheit das zulässt. Ja. Dort oben steht wieder jemand, den sehe ich nur äußerst ungern bei meinen Feldern in der Nähe. Wer denn? Ah, das seht. Mit H fängt's an, mit A hört's auf. Hä, aber das drücke ich doch hier gerade in die Erde rein. Bist du schon am Ansehen? Ja. Ulle? Ja. Mit dem ist das nicht kaputt. Okay. Wir haben mich auch gewundert. Ich probiere doch gleich aus. Ja. Wo muss ich jetzt hin? 10? Ja, wenn du noch was drin hast, ja. Ansonsten. Voll. Ja, dann. 10. Hey, Fritzl am Feldarbeit, aussteigen, Fotos machen. Halt die Klappe. So. Ach mal, liebe Freunde, heute Abend Livestream, ne? 20 Uhr, Twitch. Jetzt hab ich. Wollte V drücken, hab C gerückt.
Gut, meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut auf jeden Fall zur nächsten Folge vorbei und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.